Welcome back, Friends, zu einer neuen Folge. Live und in Farbe und immer noch auf Schatzsuche mit der geile Bronco. Kann's losgehen? Zugeschaltet live und in Farbe auf eure Gehörgänge ist immer noch der Mr. Nice Guy. Spapapapatavos. Das für ein Angriff. Du Hund. Du Hund. Und da. Ey, das wusste ich ja gar nicht. Geil. Was? Schon mal gut zu wissen. Ach, wenn ich Viereck gedrückt halte. Dass der dann mit seiner Glocke da in der Luft schwebt. Zeig her, das kenne ich doch noch gar nicht. Ja, ich mittlerweile habe Umlauf noch Gebet und Chakra drin. Weil meine Heilmaterie, keine Ahnung, ich habe schon 3, 4 oder 5 auf Maximallevel. Und ich will den Platz immer nicht verschwenden. Oh, Ying ist aufgewacht. Das ist schön für Ying, dass er aufgewacht ist. Ich freue mich. Guten Morgen. Schön, dass sie da sind. Haben wir schon den Heimkampf verpasst? Nix, Kind, ey, wirklich. Und ich muss ihn auch noch analysieren. Da gebe ich schon einen Balken Flöten von. Ja, aber Yin und Yang, die erfreuen sich, wenn du die analysierst. Vor allem, er darf jeden Angriff machen. Ich darf gar keinen machen. Er darf alles machen. Und wenn ich mich dann heile. Ah, komm, hau rein. Ich muss Elixier nehmen. Ja, ich mach auch gleich Anderle. Ey, halt die Fresse jetzt. Ja, das kenne ich noch, wenn Catchy seine komischen Anderle, Anderle. So, jetzt ist der Huso geschockt. Jetzt muss ich hier aber leider erstmal. Habe ich noch ein Elixier? Jetzt muss ich die Scheiße erstmal suchen. Der Balken geht runter. Allerdings, da habe ich jetzt insgesamt 2 von 4 schon gefunden, oder? Ich höre dir jetzt ein Limit da rein, du Wichskopf, ey. Die dir die Böde putzen. Na, gefällt dir das, du Hund? So, jetzt hau ich dir noch ein Feuer da rein. Kannst ja auch zaubern, kann ich auch. Guck dir das an. Ha! Ja, mein Freund. Oh nee, jetzt ist der Lila. Man kann ausweichen. Natürlich, warum nicht? Ja, wenn der so explodiert, kann man ausweichen. Ja. Boah, ich hab's geschafft. Leck mich. Jetzt zerstört sich selber der Penner. Ach echt jetzt? Ja, weiß ich das? Also, wenn er mich angreift, zerstört er mich und sich. Aber, dass man da ausweichen kann, wusste ich nicht. Nee, ich habe Phoenix-Materia genommen und dadurch habe ich es überlebt, weil Phoenix hat mich automatisch wiederbelebt, als ich gestorben bin. Nee, ich habe Schutzengel. Nee, ich habe mit Phoenix Schutzengel gezaubert, dass wenn ich drauf gehe, durch die Explosion, dass ich wiederbelebt werde weg. Ah, okay. Und dadurch war das relativ gut machbar. Aber die Idee kam mir relativ spät. Ja. Das kannst du aber annehmen. Also manchmal frage ich mich wirklich, was da für Spieleentwickler hinter sind, für solche Gegner da machen. Na, Sadisten halt. Ja. Du denkst immer, ich mag das, Menschen zu quälen. Aber die Typen, die dieses Minispiel erfunden haben. Mit dem scheiß Katzenvieh. Ich habe mal wieder richtig Bock auf irgendein Spiel, wo ich richtig ausrasten kann. Jona hat gesagt, ich soll Elden Ring spielen.
Aber da kommst du in Trümmerbruch, auf jeden Fall. Obwohl ich das gar nicht loben kann. Du bist noch nie ausgerastet. Und ich fahre die ganze Zeit falsch. Und da muss man jetzt erstmal hier drüben hin. Wir erkunden das ganze Scheißmeer hier. Bis zum letzten. Wobei ich fast glaube, dass wir hier runter müssen. Irgendwie ein Hafen, der näher ist? Schunen. Das war jetzt eine Nebenquest. 10 Kisten zerstören, habe ich nicht geschafft. Nee, ich auch nicht. Naja. Dort hab ich schon drauf geschissen. Wird ja wohl nicht wichtig sein, oder? Du in dem Spiel bist. In dem Spiel weiß man nie. In dem Spiel ist für Platin alles wichtig. Ja, also jedes verkackte Minispiel. Kann ich nochmal runterfahren, das wiederholen? Ja, ich glaube, man kann später nochmal runter. Machen wir einfach nochmal, wenn wir auch schwer durchspielen, ne? Nochmal so 300 Stunden dranhängen. Klar. Wobei ich glaube, auf schwer durchspielen wird nicht mal das Schwerste werden in dem Spiel. Nee, das glaube ich auch. Also muss ich auch sagen, bei den Vorgängern, ne? Also da war der Durchgang besser dann auf schwer. Weil man schon wusste, was auf einen zukommt. So. Die Rabenkröte Bäder oder so ähnlich. Aber das ist da auch wieder so Bumsdrache hier, ey. Auf das Megatank du Rohre los. Wieso ist der Megatank nicht so mega wie aus links? Verdammte Scheiße. Dank. Ich hoffe, dass das wirklich bloß drei Kreuzel sind, wie auf der Karte angegeben. Vier Kreuzel. So, selber, da unten, Junon, rechts von Junon. Aber das dann mit dieser komischen Schatzkarte auch wieder nehmen. Oder? Dann müssen wir dann gucken. Und mal gucken, was mich hier wieder erwartet. Das ist auf jeden Fall mal. Jetzt erst recht. Ah ja, ein dämonisches Freibeutel. Ne? Hier kommt Barret! Oh, Feuer ist Schwäche, sehr gut. Ein Wächter des Piraten hat sein 1010 Meilen überblickendes Auge und sein messerscharfer Verstand waren der Schlüssel zum Sieg in unzähligen Seeschlachten. Sobald der dämonische Freibeuter in seiner Kontrollhaltung wechselt, wird er schockanfällig. In einer bestimmten Zeit in der Kontrolle wirkt er Graviga auf die Ohren. Kerze nochmal an. Versetzt ihn während seiner Kontrollhaltung in den Schockschutz. Dann wisst ihr, was passiert, ne? So, wir brauchen noch ein gescheites Pamphlet. Ihr wisst, wie es ist, leider. Was? Wer grunzt hier so? Irgendwer schnorcht hier.
Lass mich machen. Ich bin bereit. Ich zähle auf dich. Auf Onkel Barrett ist verlassen. Zeig dir alles nach. So, haben wir Feuerer oder sowas? Ja. Der Anal Door? The Back Door? The Back Anal Door? Hm. So, okay, da ging es hier. Aber du bist jetzt immer noch in der Nibelregion, ne? Jein. Also ich hub jetzt auf der Weltkarte rum, sagen wir mal so. Oh nee, wer ist er denn jetzt? noch so einer. Er lacht sich kaputt. Was glaubst du, warum ich dabei sein wollte? Ich hab ja Kanonen-Johnny dabei, da muss der jetzt mal hier ackern. Ja. Ja, jetzt geht eigentlich alles wieder. Ist eigentlich easy jetzt. Piratenrelikt. Scheiße. Nee, warte, Kampf nochmal. Den aktuellen Kampf neu beginnen. Fällt mir doch was ein. Kate Shit hat ja noch gar nicht in der anderen Waffe drin. Was? Kate Shit? Kate Shit. Das ist gut, den muss man merken, dass er mich jetzt. Kate Shit. So, Freunde, ich verabschiede mich für das Video. Lasst gerne ein Abo hier oben da, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und ich sag auf Wiedersehen, weil wir uns wiedersehen. Haut rein, euer Amex und Kate Shit.